Ach so, ihr seid schon da. Wisst ihr, was ich gerade am Handy gemacht habe? Die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass Wakes heute in diesem Buy for Sky SPB gegen mich gewinnt. Und wisst ihr, was rausgekommen ist? Nee. Genau diese Zahl ist rausgekommen, nämlich 0. Eigentlich müsste da sogar minus 0 stehen, aber geht ja gar nicht. Mit dabei Wakes bei diesem Tots Buy for Sky SPB. Ach, Jack. Ich weiß nicht, was du hier vorhast, aber genauso hast du auch in meinem Video geredet und was dann passiert ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir haben uns 3 Karten rausgesucht, die höchstwahrscheinlich ein Team of the Season bekommen und werden diese während des Buy for Skys einfach ins Team einbauen. Tim, was sagst du, Team of the Season Buy for Sky? Wie viele Likes? Boah, ein 1500er Lachs. Lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und Tim, Price Range 261.000 Münzen, damit ich deinen Rekord breche. Ihr seid auf der Suche nach den besten, günstigsten und sichersten FC24-Coins? Dann checkt unbedingt Lootbar ab. Lootbar hat die besten, sichersten und günstigsten FC24-Coins. Ihr klickt an, was ihr haben wollt, 3 Millionen Münzen, drückt auf Kaufen und gebt dann einfach nur den Gutscheincode JANK ein für 8% Rabatt und zahlt dann einfach nur 99,85 € als Beispiel für 3 Millionen Coins. Es sind wirklich die sichersten, günstigsten und besten FC24-Coins, die ihr kriegen könnt. Wie ihr sehen könnt, gibt es derzeit gerade sogar einen 5%-Bonus sofort Birthday-Aktion. Außerdem nutzen auch ganz viele andere Creator Lootbar und sind sehr, sehr überzeugt davon. Also checkt unbedingt Lootbar ab. Erster Link in der Beschreibung für die besten, sichersten und günstigsten FC24-Coins. 261.000, ich gib's ein. 261.000 Münzen sind drin. Erste Position und ich bin da. Ich bin auch da. Ich bin noch mehr da. Ich bin noch mehr da. Aber ich bin am dasten. Du kriegst von mir die 7. Oh, und direkt eine Karte. Die höchstwahrscheinlich auch eine. Nee, der kriegt keinen Tots. Ich glaube, der war lange verletzt. Aber eine Karte, die einfach nur geil ist. Und guck mal, wen ich im Verein habe. Guck mal, wen ich im Verein habe. Jank Classic, dass ich direkt auf die Position gehe. Danke für die 7. Du kriegst von mir die 10. Ich wollte die 10 sogar haben. Ich dachte, das ist der Klassiker, dass ich die 10 bekomme. Und ich habe sie bekommen. Aber ich merke gerade, war gar nicht so schlau, weil den musste ich discarden vor ein paar Tagen. Ja, dann hey, heute. Dann glaube ich ihn jetzt aber. Heute nochmal. Du lehnst dich in letzter Zeit ziemlich weit aus dem Fenster dafür, dass du die letzten Videos immer verlierst gegen mich. Ja, ist ja auch gutes Wetter. Hä? Was hat das mit dem Wetter zu tun? Aus dem Fenster lehnen? Gutes Wetter. Kann man nicht bei schlechtem Wetter? Nee, wenn man traurig ist oder so? Ja, aber wenn du traurig bist und dich aus dem Fenster lehnst, vielleicht fällst du raus. Okay. Bei mir ist es auch schon Zeit für meinen ersten Joker. Und ich füge meinen ersten Joker ein. Und das ist Phil Foden von Manchester City. Was hat der schon wieder für Tore geschossen in letzter Zeit? Das ist unglaublich, oder nicht? Alter, ich sag ehrlich, Phil Foden, sehr, sehr geile Karte, sehr, sehr geiler Spieler. Und 966k kostet er. Oh, das ist ein Brett. Da hatte ich Bock, dir den auch zu riskieren. Ich sag ehrlich, nimm weiter die teuren Spieler mit. Ich sag dir ehrlich. Mann, kannst mal ruhig sein. Ich hoffe, du verlierst mehr. Dann bist du so still die nächsten Male. Das ist ja so geil. Es ist so giftig in diesen SPBs, das ist so krass. Ich brauche aber noch eine Nummer, weil ich nehme einen Star noch nicht mit. Okay, dann kriegst du diesmal Nummer 10. Okay. Könnte auch eine Totzkarte bekommen, hat eigentlich eine gute Saison gespielt, ist ein Macher in meinen Augen, hat Roulette Gang Stats, bin ich zufrieden mit. Du hast eben deinen Star gemacht, dann würde ich behaupten, kann ich meinen ersten Team of the Season Star auch schon reinpacken. Soll ich dir verraten, wer es ist? Ja. Sicher? Ja. Ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist, ne? Ich bin ready. Bist du ready? Ja. Okay. Let's go, 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 go. Es ist Griezi. Griezmann POTM. Ui. Geil. Ja, der bekommt auch bestimmt einen. Der ist echt gut. Der hat echt krass gespielt. Vor allem wieder gegen Dortmund, ne? Was er da für einen Lupfer rauskommt. Im 16er. Danach Tor passiert. Also Griezmann ist in Form, wie man auch sagen könnte. Du bist dran. Ich brauche eine Zahl von dir zwischen 1 und 10. Oder halt eine andere Seite, wie du willst. Mhm. Wenn du mir sogar schon eine Seite anbietest, kannst du wirklich auf Seite 3 gehen. Ich glaube, das war ein psychischer Trick. Du wolltest, dass ich denke, dass du eine Seite verlässt, um da zu bleiben. Aber du verlässt die Seite jetzt wirklich, denn du kannst nicht mit meiner Psyche spielen. Seite 3, ja. Spieler 6. 6. Okay, bin ich mal gespannt. Ich guck mal kurz in meinen Verein. Da chillt er nicht drin, ist doch klar. Warum auch immer. Tim, willst du heute ein Full-Team-Discard anstreben, oder was? Was? Gib mir eine Zahl, komm. Gib du 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 mir eine Zahl, komm. Seite 10. Was? Seite 11. Ah, Spaß, Seite 7. Okay, Spaß, Seite 8. Okay. 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 6. 7. 8 muss ich? Ja, ja, ja. Du bist eine Seite hinter mir. Vor mir, hinter mir. Ja, oh. Okay, ich sag ehrlich, wenn du mir die Zahl gibst, Tim, dann bin ich komplett zufrieden. Dann bin ich durch. Du kriegst die 1. Okay.
Okay, okay, okay. Ich wollte die 6. Die 1 ist aber auch gut. Mit der 1 kann ich mehr als du leben, ich sag schade. Ehrlich. Ich dachte, du bist auf der gleichen Position wie ich. Ich bin extra nach hinten gescrollt wieder und hab dir den schlechtesten gegeben von der Seite. Welche Position bist du? Sei mal ehrlich. Nö, sag ich dir nicht. Ey, ich sag dir dann auch. Ich will den. Oder den, oder den, oder den, oder den. Nein, ich bin jetzt schon raus, sonst wäre ich mal gegangen. Vielleicht waren wir vielleicht trotzdem auf derselben Position. Weil es war wirklich, glaube ich, vielleicht sogar das Schlechteste, aber es ist trotzdem geil. Okay. Ich war jetzt nicht auf deiner Seite, ich habe nicht geguckt. Ich gebe dir auch einfach Nummer 1. Eigentor, du hast den Eigentor geschossen. Scheiße. Zeig mal her, Costa Quanta, ich bin mal gespannt, was der Preis noch kostet. Ja, doch, die nächste Karte, die eine Million wert ist. Ja, passt. Es geht weiter und ich nehme mir jetzt eine Position vor, die alles verändern kann. So, ehrlich? 261k, diese Position wird es und ich bin drauf. Seite 3. Ah, ich sag ehrlich, ich bin glücklich. Das war so eine schlechte Saudis. Oh mein Gott, Bruder, du kannst mir nur Banger-Karten geben. Das war ein Fehler von dir. Weißt du, was jetzt kommt? Ich zeig's dir die Kamera. Das wird die Zahl, die ich zeige, aber du kannst mal raten, ob es die Zahl ist, die du denkst. Du gibst mir jetzt Spieler 11 oder so. Nein, du bleibst auf der Seite. Ich habe ja schon extra Seite 3 gesagt. Okay. Du kriegst Spieler 3. Oh mein Gott, der ist krass. Ich hätte zwar auf Spieler 8 gehofft, weil das ist die alte Generation. Du hast mir die neue Generation in Anführungszeichen gegeben, aber ich nehme ihn so gerne mit. Der kostet auf jeden Fall 7-stellig. Er und ich können miteinander. Ich habe den schon öfter in Buy for Sky bekommen. Sag ich ehrlich. Ich gebe dir Seite 1, Spieler Nummer 9. Interessant. Wird uncool für dich. Okay, Freunde, bei mir wird Zeit für den nächsten Kapitän, Torz-Kapitän. Ich sag Hernandez. Theo Hernandez kriegt ein Team of the Season. Oh. Interessant. Performt oder nicht? Interessant. Theo Hernandez, ich sag ehrlich, ob er performt oder nicht, ist EA kackegal. Der Typ ist Franzose, der Typ ist eine Metakarte, der kriegt einen Tots. Das ist das Wichtige für EA. Jo. Theo habe ich sogar als Toti gezogen. Ich brauchte nicht mal als Tots, aber ich sag ehrlich, ich bin trotzdem gehypt auf seine Tots-Karte. Ich brauche aber noch eine Zahl. 1 bis 10? Ja, eigentlich schon. Dann gibt's die 11. Oh. Gute Karte. Ich sag nur ehrlich, als du die Karte mal bekommen hast gegen mich, sah ich ziemlich alt aus gegen den. Nee. Doch. Oh. Sah ich sogar älter aus als du. Ja, okay, das ist krass. Wie es der Zufall auch will, du hast Theo Hernandez. Wen hast du halt? Hast du ihn tot? Nee, ich hab die SBC in der Innenverteidigung. Hä? Wie, hä? Ist das nicht Lucas Hernandez? Ah, ja, ich hab Lucas Hernandez. Hä? Vom PSG den, oder was? Ja. Hä? Komischer Typ, verwechselt einfach die Brüder. Ich hab seinen Bruder, Theo Hernandez, Toti. Ich hab Theo die ganze Zeit gesagt, ne? Aber ich meinte Lukas. Junge! Ja gut, dann spielen halt die Brüder gegeneinander. Ich hab auf jeden Fall den Toti als rote Karte mal wieder mitgenommen. Ich glaube, der kriegt einen Tots. Ja, wie gesagt, Franzose, Metakarte. EA denkt sich, klatschen wir ins Spiel. Passt. Das ist crazy. Ich gehe jetzt auf den Transfermarkt und ich brauche eine Nummer von 1 bis 10. 1 bis 10. Willst du auf der Seite bleiben? Ich frag ganz nett, ganz korrekt. Ich bin ehrlich. Mir egal. Und dann gehst du jetzt auf Seite 2. Die Seite war so Müll. Ich wusste, wenn ich sage, egal, schickst du mich auf eine andere Seite, hätte ich gesagt, ja, hättest du mich hier gelassen. Nein, hättest du gesagt, die Seite ist kacke, dann hätte ich dich weitergeschickt. Bin auf Seite 2. Spieler 3. Interessant. Könnte auch einen Tots bekommen. Ich glaube, viele aus diesem Club können Tots bekommen. Wer denn? Soll ich wieder sagen, wer es ist? Mann, Tim, übertreib nicht. Wir sehen uns doch in-game, ne? Und wir sehen uns doch in-game. Ja, dann frag doch nicht jedes Mal so blöd. Mann, versuch es doch wert. Ist okay, wenn ich den hier nehme, Chat? Nee, ich muss schon den nehmen, den ich bekomme. Aber warte mal, was kostet der denn? Kauf ich kurz. Hier. Kostet doch nichts. Kostet doch nicht die Welt. Was kostet die Welt? Es kostet die Welt, nichts kostet die Welt. Können wir schon zum nächsten Spieler oder bist du schon ready? Nee, muss kaufen. Okay, ich warte. Einer der letzten Spieler kommt jetzt ins Team. Wichtige Position. Und es sieht gut aus. Es sieht schön aus. Ja, dann, Digga, wenn du spoilerst, direkt auf die nächste Seite. Aber sowas von direkt. Danke, es war ein Fake-Spoiler. Was eh nicht. Aus. Doch, die Seite sieht besser aus. Dann bleibst du jetzt auf Seite 3. Soll ich noch eine Seite weiter? Jo. Darf man das überhaupt? Weiß ich nicht. Darf man es nicht? Dann geh zurück auf Seite 2. Okay, ich bin wieder auf Seite 2. Spaß, geh auf Seite 3. Okay, ich bin wieder auf Seite 3. Spaß, geh auf Seite 2. Okay, ich bin wieder auf Seite 2. Und dort nimmst du Spieler 2. Oh. Er hat leider nicht die besten Stats, ne? Digga, was war das gerade? Ich glaube, ich sag ehrlich, habe ich die Goldversion von dem Mann? Weil der hat dieselben Stats. Aber hab ich nicht mal. Ist auch egal, ich hol die Goldversion. Die ist viel günstiger und die haben die genau dieselben Stats. Das macht keinen Sinn, da den teureren zu holen. Ich gebe dir, weil du mich ganz so genervt hast. Doch, fürs Discard macht das Sinn. Ja, okay, stimmt. Okay, dann hole ich die teurere Version. Okay, passt.
hast. Ich gebe dir Seite 4, weil du mich gerade so genervt hast. Ja, siehst du. Und jetzt gehst du auf Seite 5. Ja, siehst du. Jetzt gehst du auf Seite 4. Ja, siehst du. Jetzt gehst du ganz zurück auf Seite 1 und nimmst da Spieler 10. Auf Seite 1, Spieler 10? Junge, wie unnötig war das? Ja, hä? Weil du mich auch eben so genervt hast. Okay, interessant. Okay, 3 Spieler noch und ein Kapitän kommt noch rein. Ich suche jetzt als nächstes diese Position hier. Die ist auch immer sehr, sehr krass im Ballfest 3 und ich bin auf dem Markt. Bin auch auf dem Markt. Diesmal ohne Spoiler. Ab jetzt wieder ohne Spoiler. Ich darf dir nicht mehr vertrauen, habe ich gemerkt. Okay, du kriegst die 8. Boah, viel Pace, aber ich sag ehrlich, das ist Quatsch. Du kriegst nicht die 8. Du kriegst Spieler Nummer 6. Dich grad verkauft, Junge. Ist so krass, ne? Ey, mein Team, weißt du, wie viel mein Team wert ist? Erzähl. Ich hab letzten Spieler einen für 1,2 Millionen bekommen. Hier einen für 500k, da einen für 500k, hier einen für 1,8 Millionen oder so. Digga, mein Team kostet, glaube ich, am Ende 10 Millionen oder so. Geisteskrank. Geil. Meine ganzen Coins sind gleich leer. Also, wenn du gewinnen solltest, wird's böse für mich enden. So, Freunde, mein letzter Starspieler kommt rein und das ist zufälligerweise einer von der Mannschaft, wo ich jetzt schon viele Spieler habe und das ist Bernardo Silva. Geil, ja, der Mann, ehrlich, seit Jahren am Performen, kriegt eh wieder ein Team of the Season. Er kriegt eh wieder so ein Team of the Season, der am Ende Abschlusspreis wert ist, aber geile Stats haben wird. Ich werde natürlich auch meinen letzten Starspieler reintun und es ist wirklich, glaube ich, der Top-Transfer der Bundesliga gewesen, meiner Meinung nach, ne? Granit. Wer ist es? Xhaka. Sagst du nicht? Ja, ich fand Grimaldo krass, ablösefrei. Ja, okay, aber Xhaka? Xhaka auch heftig. Ja, doch, Xhaka ist schon cool. Jetzt Palacios aber auch verrückt. Ja, ja. Gab es viele krasse Transfers, vor allem bei Leverkusen. Das stimmt. Aber ich sag ehrlich, Xhaka, der macht schon echt, das ist schon echt ein Motor im Mittelfeld, ich sag ehrlich. Deswegen, ja, ja. Ja, der kriegt safe für mich eine Team of the Season, also halbe Leverkusen-Mannschaft kriegt eh eine Team of the Season-Karte gefühlt. Aber Xhaka für mich auf jeden Fall einer, der eine kriegen muss. Letzte Position, Freunde. Teures Team bei mir. Kann auch teuer werden auf dieser Position. Bin sehr gespannt, was hier kommt. Und ich bin auf dem Markt. Ich auch. Ich spoiler nicht. Ich guck's mir an. Ich genieße es. Ich warte auf die Zahl. 9? Okay. Ich sag mal so. Den Mann habe ich sogar im Verein. Genau den, weil ich den eben noch kaufen musste. Wo ist er? Hä? Hab ich... Ah ne, ich musste ihn eben noch discarden. Deswegen habe ich ihn nicht mehr im Verein. Man muss ihn jetzt nochmal kaufen. Oh, wie asozial. Ich gebe dir... Musstest du ihn eben discarden? Gegen mich oder gegen jemand anderen? Ja, gegen dich. Ist es ein Stürmer? Ja, ich muss ihn wieder kaufen. Ach man, wie lost. Okay, ich kaufe ihn wieder und ich gebe dir ganz knackig kurz die 1. Ich war auf der gleichen Seite wie du, Digga. Ich hab Juni bekommen. Mann, du falscher Fuppi. Auf der 10 wäre Neymar gewesen, ne? Auf der 7 wäre Smith, Henri war noch da, du gibst mir Rooney. Bruder, ich hab 17 Chemie. Ehrlich? Ich hab 17 Chemie bei mir. Ich hab Rooney schon im Verein. Bei mir läuft gar nichts. Bei mir läuft gar nichts. Also wirklich 17 so, Chemie. Ich hab 33 Chemie, bei mir läuft's. Was laberst du? Ja, ja, ist das der richtige Rooney? Warte mal, lass mich gucken, sonst mach ich mir selbst ein Handicap hier rein. Rooney. Ah ne, ich hatte gerade einen anderen Rooney, dann kaufe ich den kurz noch. Es ist immer wieder so, ne? Cenk gegen Brent Stanley und es wird wieder verschwitzt. Yashin, Alter, beide Van Dijk, Foden, Abili, Carlos, was hast du für Spieler bekommen? Hallo, Valran! Ja, Bruder, habe ich doch gesagt, mein Team kostet 10 Millionen oder so. Hast du mein Team gesehen? Mein Team ist nichts, scheiße. Ja, deswegen, also wenn ich hier verliere, dann knallt's. Bruder, also ich würde mich an deiner Stelle anstrengen, bei den Sachen, die du vor allem vorhin gedroppt hast, die ganze Zeit im Intro. Geheim. Weil ich das 1-0 mache! Ablenkungstaktik! Kannst du nicht so viel ablenken? Doch. Nur mit Schummeln kannst du, ne? Nur mit Schummeln. So wichtig. Ja. Ja! Ja! Wie geht der rein? Ich schwöre, wie geht der rein? Digga, wie unnötig. Komm, wie viel Luck der hat? Hä? Ey, Digga, er schießt von irgendwo die ganze Zeit. Er blockt alles hinten und macht irgendwelche komischen Tore. Alter, krass. Also langsam kommt Yashin rein. Langsam kommt Yashin rein und das ist das 4-0 zur Halbzeit. Ne, kommt mit Van Dijk. Ich hab zu spät gesehen. Ne, da war ein Foul. Foul im Fünfer. Das darf man dein nicht. Dein eigener Spieler hat dich, glaube ich, ich glaube, dein eigener Spieler hat deinen Alisson gefoult, ne? Das muss ich sehen. Schon. Lass ihn nach unten gucken. Ich glaube, das war wirklich dein eigener Spieler. Da war ich halt so, mit Van Dijk. Krass. Eckentore machen wir beide heute gut, meine ich. Meine ich, sage ich. Ja, no, ist top. Stand jetzt 4 Discards, du hast ein teures Team denn, ne? Rooney ist aber auch so schlecht, ne? Nein. Oh mein Gott. Ne. Kann ich's machen. Oh mein Gott, ich move erst so gut und dann kriegt er den Ball da nochmal. Das ist so krass.
Ne. Ne. Alisson. Junge, dein Alisson ist sogar, ist das der Totti? Das ist der Totti. Warum, wohin hat der gegrätscht, Digga? Ball war nicht mehr in der Nähe. Warum ist Roberto Carlos da vorne und so? Ich check grad mein Team gar nicht. Das heißt, alles ist frei. Oder auch nicht. Nein. Nein, da. Bitte! Nein, ich dachte lange Ecke. Nein. Aber ich krieg den Ball wirklich, also du hast es eben gesagt, Momentum ist jetzt auf meiner Seite, ich krieg den Ball wirklich die ganze Zeit wieder. Ich kann machen, was ich will gerade. Es ist so krank, dieses Spiel ist so schlecht. Jetzt ist Momentum auf deiner Seite wieder angekommen, glaube ich. Murmel kommt immer wieder zu dir. Guck, ja. Die Murmel kommt immer wieder zu dir. Und dann da Grisi. Ja! Und die Murmel. Es dreht sich, es wendet sich. Ja. Die Murmel ist wieder zu dir gekommen. So wichtig. So wichtig. Ah, Frust. Er pfeift nicht ab, das ist Scam. Das ist Scam. Van Dijk, bitte. GG. Tim, eben nach dem Spiel, was hast du da gesagt? Ja, das Ding ist, du redest in jedem Video so groß und wenn es dann klappt, dann sagst du noch, was habe ich noch gesagt? Und wenn es nicht klappt, dann bist du einfach ruhig und sagst gar nichts. Und dann kommt, Digga, du bist so komisch. Ja, GG, zwei Discards, gönn dir. Ich habe viele 1 Million Coinspieler. Nein, gucken, was okay, ich bin fairer Sportsmann. Es war unfair. Ich sag ehrlich, ich hatte viel Glück, aber trotzdem GG, Tim. So, zwei Discards. Könnte halt echt knallen jetzt, ne? Du hast ein teures Team. Ich habe gerade gemerkt, ich habe so 5 Spieler, die krass teuer sind und 5 Spieler, die relativ günstig sind. Sind alle teuer, aber du weißt, was ich meine mit relativ günstig. Relativ günstig. Letzter Switch, so lasse ich es. Ich habe umgestellt. Okay. Wer ist so dein teuerster? Ich glaube Alvaro Varane, um ehrlich zu sein. Oder Abili oder Carlos Alberto, so einer von den 3. Und Foden danach, so. Die 4 sind richtig schmerzhaft und die anderen gehen sogar klar. Also alles so 1-Million-Plus-Spieler eigentlich. Ja, und der Rest ist so 500k plus. Boah, das ist halt auch brutal, ne? Boah, schwierig. Hier drin rein die 4-Taste, ne? Ja, ich überlege gerade noch einen Change zu machen, aber egal, ich lasse es jetzt so. Willst du noch einen Change machen? Ich gebe dir den Change. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich stelle nichts mehr um. Wenn ich jetzt den Change mache und das ist ein Fehler, dann raste ich richtig aus. Deswegen sag einfach. Okay. Ich fange mit dem RV an. Das ist echt kompliziert. Bin überfordert. Egal, machen wir doch den rechten Flügel. Einfach rechte Seite. Rechtsverteidiger Rooney. Da, wo ich extra eben noch den teureren gekauft habe, hätte ich mal diesen Untrader behalten, hätte ich den discarden müssen. Geil. Weil der war genauso scheiße, Digga. Rooney im Sturm war wirklich richtig kacke. Den hau ich weg. Soll ich den discarden? Ich mach gleich eine SPC, glaube ich. Und dann hast du noch Bernardo Silva getroffen. Ich habe gemerkt, ich hatte echt noch ein paar. So Theo, also Lucas Hernandez hätte mich auch nicht so gejuckt. Grealish auch nicht so. Ja. Van Dijk, Inform wäre auch okay gewesen. Roberto Carlos. Yashin. Ist okay. Ja, ich bin auch zufrieden. Du kannst aber das Kahn, wenn du willst. Also meinen Segen hast du. Deinen Segen hab ich, dann hau ich die weg. Jo. Hast du das Kahn? Die hole ich mir nicht wieder, Freunde. Keine Sorge, sind weg. Okay, top. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ist okay. Ich sag ehrlich, heute bin ich mal nicht so schadenfroh. Ist okay. Ich gönn's dir, dass es nicht die teuersten getroffen hat. Ja, nachdem man auch so viel discardet hat, ist es auch mal gut, ein bisschen den Ball flach zu halten, ne? Also da kann ich auch mal vom Glück sprechen. Die letzten Wochen hatte ich genug discardet. Henri, Icon, Haaland, Totti, Lothar Matthäus gegen dich. Deswegen, ich bin einfach das erste Mal verschont worden. Jo. Leute, deswegen, ich auch rulle, was weiß ich, habe auch schon 10 Millionen, 20 Millionen bestimmt schon discardet dieses Jahr. Deswegen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, dann machen wir wieder sowas und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, ciao.